Blurred Edges, das Festival für aktuelle Musik in Hamburg. Doch was ist aktuelle Musik eigentlich? Das, was in den Charts läuft. Hardcore. Aktuelle Musik ist das, was gerade neuer auf dem Markt ist. Nee, irgend so ein elektronisches Krams vielleicht. Und das ist jetzt Musik. Das ist das, was jetzt passiert und was jetzt sich einer ausdenkt, macht, spielt. Kann auch alte Musik sein, wenn sie jetzt gespielt wird, ist es aktuelle Musik. Aktuell kann sehr viel heißen. Man hätte eigentlich vielleicht auch sagen können, neue Musik, aber das ist zu eingeengt. Denn neue Musik heißt ja häufig ernste neue Musik. Aber genau das möchte Blurred Edges nicht sein. Der englische Titel Blurred Edges, also so viel wie verwischte Kanten, hätte vor einigen Jahren vielleicht auch fließende Grenzen heißen können. Aber dieser Begriff wurde dann etwas neuer und moderner gefasst, eben in der englischen Sprache, und soll ausdrücken, wie sich Konzerte unterschiedlichster Herkunft für unterschiedlichste Publikumsschichten miteinander einfinden können in eine gemeinsame Sache, die nämlich heißt, hier kann man Neues entdecken, was man eventuell noch nicht kennt. Die Teilnehmer an Blurred Edges sind genauso vielgestaltig wie die verschiedenen Veranstalter und Musikrichtungen. In unserer Reihe Bunkerrauschen hier, in der wir alte Musik und neue Musik miteinander zusammenbringen, auf eine Weise, wie man sie noch nicht kennt, spielt die Formation Weißer Rausch. Martin Gonczorek, unser Flötist bei diesem Konzert, ist einer aus dem Ensemble, das hier regelmäßig auftritt, zusammen mit mir am Cembalo oder auch am Sampler oder am automatisch spielenden Flügel, heute als Diskklavier bezeichnet, so dass wir hier als Vertreter klassischer Musik in die Moderne hinüberschauen, während zum Beispiel andere Künstler, die aus anderen Sparten kommen, vertreten sind an den jeweiligen Orten, wo sie in der Regel auch sonst ihre Konzerte veranstalten. An Blurred Edges ist für mich besonders, dass es ein Festival ist, das tatsächlich von unten kommt. Es gibt keine Festivalleitung im eigentlichen Sinne, sondern es ist wirklich ein Festival, was, ja, ich hätte fast gesagt, basisdemokratisch organisiert ist. Und das ist schon speziell und meines Erachtens auch relativ einzigartig in Deutschland. Blurred Edges findet dezentral an vielen Orten im Hamburger Musikleben statt. Zum Beispiel im Haus 73, am Schulterblatt, im Pudel oder eben auch hier bei uns im Feldstraßenbunker am Heiligen Geistfeld. Das sind nur drei der zahlreichen Orte, an denen einzelne Veranstalter sich Orte ausgewählt haben, wo sie aktuelle Musik spielen wollen. Ab dem 1. Mai gibt es 16 volle Tage aktuelle Musik. Für alle Interessierten gibt es weitere Infos auf www.vamh.de.